Heute geht es weiter mit Coding in Roblox Studio. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, der muss sie unbedingt anschauen, weil sonst werdet ihr vielleicht Probleme bekommen. Beim letzten Mal ging es um Variablen, da haben wir die grundlegenden Variablentypen gelernt. Und heute lernen wir einen neuen Variablentypen in Roblox, und zwar den Variablentypen Instance. Instance oder Instanz habe ich in den letzten Folgen schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe gesagt, alles, was wir hier in Roblox sehen, ist in irgendeiner Form eine Instanz. Und dementsprechend ist das an sich ein ziemlich wichtiger Variablentyp. Gehen wir mal in Roblox Studio rein und ich kann dir ja einige Sachen highlighten, und alles, was hier so gehighlightet wird, ist eine Instanz. Und zwar, das hier ist ein Base Part, oder um genau zu sein, ist das ein Mesh Part in dem Fall. Genauso ist hier der Folder eine Instanz, das Terrain ist eine Instanz, die Kamera ist eine Instanz, und jede dieser Instanzen kann dann wieder verschiedene Klassen haben, zum Beispiel Instanzklasse Kamera oder Instanzklasse Terrain und so weiter. Instanz bedeutet im Grunde, das ist etwas in diesem Spiel, etwas zum Anfassen sozusagen. Aber im Titel steht ja nicht, dass es heute um Instanzen geht, sondern um Pfade. Dafür erstelle ich mal ein neues Script, nenne das Ganze dann Pfade. Und dann schreiben wir uns zu den Pfaden erstmal auf. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit ihr es besser sehen könnt. So können wir damit hoffentlich arbeiten. Pfade referenzieren Instanzen. Und was sind Instanzen? Instanzen sind Zeug in Roblox. So einfach kann man es ausdrücken. Ich schreibe es mal so, so ein bisschen visuell zusammengehörig. Pfade referenzieren Instanzen, und Instanzen sind Zeug in Roblox. Und Pfade sind ziemlich wichtig, wenn man in Roblox Studio dann irgendwann mal was machen möchte, was irgendwas kann. Beim letzten Mal haben wir gelernt, wie wir irgendwie Plus und Minus rechnen mit irgendwelchen Variablen, aber das bringt uns ja gar nichts, weil es an dem Spiel an sich gar nichts ändert. Das sorgt ja nur dafür, dass unten im Output was drin steht. Das wollen wir doch gar nicht. Wie genau stellen wir jetzt ein Pfad dar? Dafür müssen wir erstmal lernen, wie genau kriegen wir eine Instanz als Variable festgelegt. Wir wissen ja Local für eine lokale Variable, da können wir dann einen Namen geben, zum Beispiel nennen wir sie jetzt Part, weil wir wollen jetzt ein Part haben. Und man kann in Roblox eine Instanz übrigens erstellen. Das ist jetzt auch mal wieder ein bisschen Magie, die ich euch vorwegnehme, mit einer Funktion namens Instance.new. Und dann schreibt man da rein, was man haben will. Und dann hat man hier eine Liste von allen Instanzen. Und ihr seht, es gibt einige Instanzen, die man mit Instance.new erschaffen kann. Ah, jetzt sind wir endlich durch. Okay, ich gehe nicht nach ganz oben, sondern ich schreibe einfach Part. Und damit wird ein Part erschaffen. Und das Gute daran, wenn man so eine Instanz als Variable hat, ist, man kann mit der was machen. So eine Instanz enthält nämlich ziemlich viele Properties. Und Properties solltet ihr eigentlich schon aus den vorherigen Folgen kennen. Wenn wir zum Workspace hier mit dem Plus ein Part hinzufügen, dann haben wir jetzt ein Part. Das ist da. Ich packe das mal hier hin, damit wir es uns schöner angucken können. Dieses wunderschöne Part haben wir jetzt erstellt. Und in den Properties-Fenster hier unten haben wir ganz viele mögliche Einstellungen. Und all das, was wir hier einstellen können, könnt ihr auch in einem Script machen. Um auf diese ganzen Properties zuzugreifen, zum Beispiel Brick Color oder Cast Shadow oder Color oder, ganz wichtig, Parent, schreibt man hinter die Instanz einen Punkt. Das heißt, jetzt nehmen wir uns nochmal die Variable Part zumute. Wir haben hier die Variable Part initialisiert, und das ist eine neue Instanz namens Part. Und jetzt schreiben wir hier rein Punkt, und da kommen schon ganz viele Vorschläge. Und zwar all die Sachen, die da unten stehen, und sogar noch ein bisschen mehr. Aber Roblox Studio weiß schon, das Wichtigste, was wir wahrscheinlich festlegen wollen, ist Parent. Also drücke ich einfach mal Enter, schreibe Part.parent, ist gleich. Aber wie können wir jetzt das Parent von diesem Part festlegen? Wir wollen, dass das Part im Workspace ist. Und dafür können wir tatsächlich einfach schreiben Workspace. Weil der Workspace ist eine globale, in Roblox Studio festgelegte Variable, bei der Roblox Studio weiß, wenn ihr schreibt Workspace, dann ist es der Workspace. Das funktioniert nicht mit allen Sachen hier drin. Das funktioniert nur mit dem Workspace. Das funktioniert nur mit ganz bestimmten wichtigen Keywords, damit man sich überhaupt zurechtfinden kann. Wenn wir jetzt, ich nehme mal dieses Part hier weg, dieses Script ausführen, und dafür haben wir hier unten ja unseren schönen Code, loadstringgame.serverscriptservice.pfade heißt mein Script jetzt, .source und dann Klammer auf, Klammer zu dahinter, und das Ganze dann ausführe, dann haben wir jetzt ein Part erschaffen. Im Workspace ist jetzt ein Part entstanden. Hier noch einmal das Replay. Digga, für wen hältst du mich, als ob ich jetzt noch ein Replay einblende? Das gibt selber zurück, wenn ihr es nochmal sehen wollt. Wenn ich das Part anklicke, seht ihr, oh, das ist hier drin. Das ist bei 0, 0, 0. Haben wir jetzt ein Part erschaffen. Das ist dort. Das wurde erschaffen und es ist im Workspace. Ich lösche das Part jetzt nochmal und wir können auch weitere Sachen anpassen. Zum Beispiel die Position. Part.position ist gleich. Und da nehme ich auch wieder ein bisschen was vorweg. Eine Position wird als Vektor angegeben. Das müsst ihr euch nicht merken. Das ist jetzt einfach nur zur Vorschau. Vektor3.position. New. Und dann schreiben wir einfach mal 0,
0,4,0. Ihr müsst euch nur merken, das funktioniert, um eine Position anzugeben. Und 0,4,0 ist dasselbe, wie wenn wir bei einem Part hier in den Properties die Position haben. 0,0,5,0 für den Spawn und wir wollen 0,4,0 haben. Das heißt, es würde dann ein bisschen über dem Spawn schweben. Und dann führen wir dieses Skript hier einfach mal aus, indem ich nochmal Enter drücke hier unten und blub, da haben wir einen Part. Und ich kann das Part hier wegnehmen und das Skript nochmal ausführen und blub, wir haben wieder ein Part. Was euch vielleicht auffällt, ist, dass die Parts hier oben solche Noppen haben. Das liegt daran, weil so nun mal Roblox-Parts ursprünglich aussahen. Und Roblox hat das erst vor ein, zwei Jahren geändert, dass wenn ihr ein Part über Model hinzufügt, dass es keine Noppen mehr hat. Früher musste man die Noppen ausstellen aktiv. Aber jetzt geht das, wenn ihr selber baut, von alleine. Und wenn ihr es scriptet, müsst ihr es tatsächlich noch scripten, dass die Noppen aus sind. Aber es ist jetzt alles egal. Wichtig ist, ihr wisst jetzt, was eine Instanz ist, wie ihr eine Instanz erschafft, und zwar die Instanz Part. Und nicht vergessen, eine Variable kann jeden Namen haben. Wir können das hier einfach avdat nennen und dann müssen wir das hier auch alles avdat nennen. Und das Script würde dann immer noch funktionieren. Wenn ich es ausführe, haben wir jetzt hier wieder ein Part. Und das Part heißt übrigens immer noch Part, weil der Variablenname, der ist nur für uns im Code da, damit wir uns als Entwickler zurechtfinden und der hat keine Auswirkungen auf irgendetwas. Dieser Variablenname ist nur dafür da, damit wir selbst wissen, womit wir es zu tun haben. Deswegen schreiben wir hier auch Part hin, weil wir wissen, es handelt sich um ein Part und es ist übersichtlicher. Jetzt wissen wir aber immer noch nicht, was Pfade sind. Wir wissen jetzt, was Instanzen sind. Zeug in Roblox, wir können alle möglichen Instanzen erschaffen. Wir können auch statt ein Part einfach, keine Ahnung, ein Model erschaffen. Model kann ja keiner sehen. Und Model hat auf jeden Fall keine Position. So, wenn ich jetzt ein Model erschaffe und dann wieder auf Enter drücke, blub, haben wir ein Model hier im Workspace erschaffen. Ich kann das Ganze nochmal ein bisschen spammen. Bup, 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 bup. Ihr seht, es erschafft immer wieder ein neues Model, unser Script. Ich werde das jetzt alles löschen hier, das braucht nämlich keiner. Aber ihr wisst jetzt schon mal, wie man eine Instanz erschafft und wie man die Eigenschaften der Instanz so ein bisschen anpasst. Aber nun stellen wir uns vor, wir möchten ein Part, deswegen schreibe ich hier wieder Part hin, erschaffen. Aber das soll nicht im Workspace sein, sondern das soll in dem Folder Map sein. Um an diesen Folder Map ranzukommen, brauchen wir ein Pfad. Und dieser Pfad stellt man da, indem man einen Punkt hinter eine Instanz packt und dann einfach den Namen des Kindes hinschreibt. Das wäre dann Workspace.map, weil der Workspace ist hier. .map wäre das. Wir können auch weitergehen und sagen dann Punkt Außenposten zum Beispiel. Aber da gibt es ein Problem, weil wir haben Außenposten, wir haben ein SZ verwendet. Und das sind keine feinen englischen Buchstaben, sondern das sind dreckige deutsche Buchstaben. Wir können hier nicht schreiben Punkt Außenposten. Aber wenn ich das jetzt von der Autovervollständigung machen lasse, indem ich hier Enter drücke, dann werdet ihr sehen, hat auf einmal geschrieben in eckigen Klammern, in Anführungsstrichen Außenposten. Und das ist eine weitere Möglichkeit, um Kinder von einer Instanz in einem Pfad zu referenzieren. Also die zwei Möglichkeiten, die wir haben, ist entweder wir schreiben Punkt und dann den Namen oder wir schreiben in eckigen Klammern, in Anführungsstrichen den Namen. Und das kann man dann machen, um alle möglichen Namen zu verwenden, auch wenn die böse Zeichen wie ein SZ verwenden. Im Außenposten haben wir zum Beispiel Feuer drin und wenn ich hier dann wieder Feuer schreibe, wird es auch wieder mit einem Punkt gemacht und nicht mit eckigen Klammern. Die eckigen Klammern sind halt wirklich nur notwendig, wenn wir böse Buben waren und ein SZ verwendet haben. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob das Ganze funktioniert. Ich führe das Script aus und bap, es wurde ein Part erschaffen in Workspace.map.Außenposten und zwar hier haben wir das Part. Ich sollte vielleicht wieder die Position anpassen. Part.Position ist gleich Vector3.new. 0,3,03 reicht, glaube ich. Jetzt stellen wir uns aber vor, ihr möchtet ein Part nicht unbedingt im Workspace erschaffen, sondern möchtet ein Part erschaffen, zum Beispiel im ServerScript Service. Wie kommen wir an den ServerScript Service ran? Und das habe ich im letzten Video euch schon einmal gezeigt, aber gesagt, darauf gehen wir noch nicht so genau ein. Und zwar hier unten links haben wir stehen game.serverscriptservice.pfade. Und das ist ein Pfad. Das hier ist ein Pfad und das hier ist dann noch ein Attribut, welches man nur mit Scripts auslesen kann, und zwar Source. Denn neben Workspace gibt es auch Game. Und Game ist so ziemlich die Wurzel aller Pfade. Game ist das Spiel an sich, es ist das Datenmodell, in dem sich alles drin befindet. Game ist dieser Explorer sozusagen und alles, was ihr hier im Explorer drin findet, in der ersten Hierarchiestufe. Das findet ihr auch direkt hinter Game. Das heißt, wir können sagen Game. Natürlich hat das Game ein paar Properties, aber hier stehen auch Sachen wie Workspace, Replicated Storage, ServerScript Service. Den nehmen wir und dann wird das Part jetzt erschaffen. Ich drücke Enter, gucke in den ServerScript Service und hier ist ein Part drin. Und das Part schwebt sogar an dieser Position, aber wir können es nicht sehen, weil es nicht im Workspace drin ist. Es schwebt aber an dieser Position, wird uns hier gezeigt, weil ich es ausgewählt habe. Macht das Part wieder weg. Genauso referenziert man Pfade. Man schreibt einfach irgendeinen Ausgangspunkt, den man hat und sagt dann Punkt ServerScript Service. Jetzt gibt es natürlich noch andere Situationen, in denen ein absoluter Pfad nicht gerade sehr zielführend ist. Absolute Pfade, schreiben wir uns mal auf,
Pfade können absolut oder relativ sein. Absolut und relativ schreibt man klein, Conny. Aber was bedeutet jetzt absolut oder relativ? Ich habe euch bisher absolute Pfade gezeigt. Absolut bedeutet, der ist immer gleich, dieser Pfad. Wir gehen immer von einer bekannten Konstante aus, und zwar Game. Oder Workspace ist eigentlich nicht so hundertprozentig absolut. Game ist eigentlich ein absoluter Kernpunkt, von dem man dann ausgehen kann. Und wenn wir vom Game zum Server-Script-Service kommen, ist das ein absoluter Pfad. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, von diesem Script hier aus zum Server-Script-Service zu kommen. Dieses Script liegt nämlich im Server-Script-Service drin. Und dementsprechend können wir jetzt mit dem Script sich selbst referenzieren. Und das ist ein weiteres cooles Wort. Immer wenn es so hellblau ist, dann bedeutet das, dieses Wort ist schon reserviert von Roblox. Und zwar für etwas Bestimmtes. Und diese reservierten Sachen solltet ihr auf jeden Fall nicht als Variablennamen verwenden, weil das sind schon reservierte Variablen. Und wenn ihr Script schreibt, dann bezieht sich das immer auf das Script, welches diesen Code hier gerade ausführt. Und wir probieren das einmal aus. Ich führe das Script aus. Ihr guckt jetzt hier rechts auf die Pfade. Ich drücke Enter. Aber es erscheint nicht im Script. Woran liegt das? Das liegt daran, dass dieses Script, das wir hier ausführen, gar nicht dieses Script hier rechts ist. Tatsächlich führen wir jetzt gerade in Roblox Studio das Script hier unten im Output aus. Was wir gerade machen ist, mit diesem Befehl loadstring game.serverscriptservice pfade source, wir laden uns den Inhalt dieses Scripts, das wir hier finden, und wir führen diesen Inhalt dann hier unten im Output aus. Das bedeutet, das Part ist jetzt irgendwo im Void, da wo auch dieser Output ist. Und dementsprechend landet das Part im Nichts. Wenn wir jetzt wollen, dass das wirklich funktioniert und dieses Part im Script erscheint, müssen wir das Spiel tatsächlich richtig ausführen. Und dafür gehe ich hier oben auf Run. Dann wird das Spiel ausgeführt, dadurch wird dann das Script ausgeführt. Und wenn ich in den Server-Script-Service reingucke, sehen wir im Script-Pfade drin ein Part. Wunderschön. Wenn ich das Spiel wieder beende, indem ich auf Stopp klicke, dann läuft das Spiel nicht mehr, das Part ist auch wieder weg. Und wir wollten jetzt zum Server-Script-Service kommen. Und wenn wir jetzt im Script sind, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zum Server-Script-Service? Es gibt zwei Dinge, auf die man mit so einem Punkt referenzieren kann bei einer Instanz. Und zwar entweder auf ein Child für den Pfad oder auf eine Property. Und welche Property hat jede Instanz? Die Property Parent. Und so kommt man wieder raus. Dieses Script hier hat als Parent, seht ihr, den Server Script Service. Und so kommt man dann vom Script auf den Server Script Service zurück. Wenn ich jetzt das Ganze hier ausführe und wir dann gleich nochmal in den Server Script Service reingucken, sehen wir, jetzt ist das Part im Server Script Service drin. Wir haben einen relativen Pfad ausgeführt. Ich glaube, ich schreibe hier zu den Pfaden nochmal was auf. Gehen von einer bekannten Instanz aus und navigieren über Punkt oder in eckigen Klammern Anführungsstrichen oben zu anderen. Ist ein bisschen vage ausgedrückt. Vielleicht fällt euch da eine bessere Definition ein. Wenn ja, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich nehme das Video ja wie jedes Mal ganz schön spontan auf und habe mir im Vorfeld nicht zu viele Gedanken dazu gemacht. Aber wir wissen jetzt, wenn wir eine Instanz haben, können wir auf alle Eigenschaften dieser Instanz zugreifen, indem wir einen Punkt dahinter schreiben und dann den Namen der Eigenschaft schreiben. Wenn der Name der Eigenschaft ein Sonderzeichen enthält oder ein Umlaut enthält, kann man es nicht mit einem Punkt machen, sondern macht es mit eckigen Klammern, Anführungsstrichen und eckigen Klammer. Funktioniert übrigens auch so, Part Parent ist gleich Script.Parent. Das kann man machen. Wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann seht ihr, ist das Part immer noch entstanden. Das ist genauso gültig, wie wenn man einen Punkt schreibt. Aber man macht das halt nicht, weil ein Punkt geht sehr viel schneller, wenn man einfach Part.Parent schreibt. Easy. Und jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheit, weil über diesen Punkt oder diese eckigen Klammern Anführungsstriche kann man auf Properties einer Instanz zugreifen, aber halt auch auf die Children einer Instanz. Die Frage ist, was wird zuerst gefunden? Wir können jetzt dieses Part hier einfach mal umbenennen. Part.name ist gleich. Und dann nehmen wir eine Property, die der Server Script Service hat. Wir klicken auf den Server Script Service und sehen hier Achievable, Classname, Name, Parent, LoadString. Ich würde sagen, wir nehmen den Namen. Part.name ist gleich Name. Und dann packen wir es in den Server Script Service rein. Position ist uns eigentlich komplett egal. Und jetzt versuchen wir nochmal auf dieses Part zuzugreifen. Local gleiches Part ist gleich Script.parent. Script.parent ist ja der Server Script Service. Name. Und dann schieben wir das gleiche Part. Parent ist gleich Script. Wir schieben es direkt wieder ins Script rein. Ich rück das hier mal alles ein. Und gucken wir, ob das jetzt funktioniert. Wenn wir jetzt script.parent.name sagen, kriegen wir zuerst den Namen oder kriegen wir das Paten mit dem Namen Namen? Ihr könnt eure Vermutung gerne in die Kommentare schreiben. Ich drücke jetzt auf Run und probieren wir es einfach mal aus. Gucken in die Konsole und sehen, wir haben einen Error. Attempt to index string with parent. Attempt bedeutet Versuch, to index, initiieren bedeutet genau das, was wir mit den Punkten machen, wenn wir
einen Punkt hier hinterschreiben, dann indizieren wir die Instanz. Und wir haben versucht, jetzt einen String mit Parent zu indizieren. Und das in Zeile 19, also dieser Zeile hier. Das bedeutet, dieses gleiche Part ist nicht das Part gewesen, sondern es ist der Name gewesen vom ServerScript-Service. Die Properties gehen immer vor den Kindern. Wenn du eine Instanz initiierst mit einem Punkt oder mit eckigen Klammern, Anführungsstrichen, dann schaut Roblox zuerst immer alle Properties von der Instanz durch, ob die stimmen. Und nur dann, wenn keine Property mit diesem Namen, mit dem ihr es indiziert habt, gefunden wurde, dann schaut es nach, ob es irgendein Kind gibt mit diesem Namen. Dementsprechend funktioniert das nicht. Script.parent.name funktioniert nicht, um auf einen Child namens name zurückzugreifen. Damit wäre diese Sonderregelung schon geklärt. Also wissen wir jetzt einen kleinen Fun Fact. Oder schreiben wir mal wichtig, Doppelpunkt. Ein Child sollte nie so heißen, wie eine Property vom Parent. Ein Child sollte nie so heißen wie eine Property vom Parent. Weil sonst könnt ihr auf dieses Child nicht mehr zugreifen. Es sei denn, Trommelwirbel, es gibt eine Möglichkeit. Es gibt natürlich eine Möglichkeit, ein Child zu finden. Deswegen schreiben wir hinter ein Oder. Und zwar, um jetzt doch noch dieses gleiche Paar zu finden, welches den Namen dieser Eigenschaft hat. Gibt es eine Funktion? Und ja, Funktionen kennen wir noch nicht, sind ganz böse, aber es gibt eine Funktion, die wir benutzen können und die wir auch häufig benutzen sollten. Und zwar, wir schreiben jetzt nicht mehr script.parent.name, sondern wir schreiben script.parent.doppelpunkt. Und wenn man einen Doppelpunkt verwendet, dann benutzt man eine Methode. Und da oben steht's schon. Find for child oder wait for child. Das sind die zwei Methoden, die wir heute lernen werden. Find first child und dann in Anführungsstrichen Name. Diese Funktion sucht ausschließlich unter den Kindern von dieser Instanz nach einer Instanz mit diesem Namen. Und wenn wir jetzt dieses Script ausführen, wir erinnern uns, dieses Script erschafft erst ein Part namens Name im ServerScript-Service, findet dieses Part dann über FindFirstChild im ServerScript-Service und schiebt es dann wieder zurück in das Script-Pfade. Das heißt, wenn das Script funktioniert, gibt es erstens keinen Fehler und zweitens ist das Part namens Name jetzt im Script-Pfade. Wir führen das aus, wir sehen keinen Fehler, gucken in den ServerScript-Service und finden in Pfade ein Part namens Name. Es hat funktioniert. Wir schreiben uns auf, mit den Methoden findFirstChild und waitForChild kann man es trotzdem finden. Aber was macht denn jetzt genau waitForChild? Es macht exakt das gleiche. Wenn wir es ausführen, werdet ihr sehen, dass es gar keinen Unterschied gibt. Wir gucken rein und haben hier immer noch das Part Name. Ich habe ein paar Mal schon den Kommentar bekommen, was ist denn jetzt der Unterschied findFirstChild und waitForChild und wofür sind die da? Erstens, findFirstChild ist dafür da, um ausschließlich in den Kindern zu suchen. findFirstChild. Es hat noch ein paar andere Vorteile, auf die ich nachher noch eingehen werde, aber der Unterschied zwischen findFirstChild und waitForChild ist, findFirstChild guckt nach, ob das Part da ist und wenn es nicht da ist, dann ist es nicht da. Dann returnt es einen Variablen-Typen, der nicht Instanz ist, sondern nil. Nil habe ich beim letzten Mal angesprochen, aber noch nicht so genau erklärt, weil wir selten nil festlegen, aber häufig schon was mit nil zu tun haben. Und zwar, wenn wir jetzt sagen, script.parent findFirstChild, afdafdafdaft, dann gibt es das natürlich gar nicht. Es gibt kein Child namens afdafdafdaft im ServerScript-Service. Das bedeutet, dieses gleiche Part ist dementsprechend keine Instanz. Stattdessen ist es, und jetzt gehen wir nochmal auf Run und werden uns dann gleich den Fehler angucken, nil. Nil ist ein Variablentyp, der steht für gar nichts. Es existiert nicht. Das drückt dieser Variablentyp aus. Es ist zwar eine Variable, aber sie ist leer, sie existiert nicht, sie ist unnütz eigentlich, aber gleichzeitig gar nicht so unnütz, weil sonst würde sie ja gar nicht existieren. Hier steht attempt to index nil with parent. Das heißt, wir haben versucht in nil nach parent zu suchen. Nil hat kein parent. Nil hat gar nichts. Nil existiert nicht. Nil ist null. Nicht mal null, weil null ist ja eine Number, aber nil ist nichts. So könnt ihr euch nil vorstellen. Wenn wir find first child machen und nichts finden, dann haben wir den Variablentypen nil. Wenn wir wait for child machen und nach etwas suchen, was nicht existiert, dann haben wir gar keinen Fehler im Output, aber wir haben auch im ServerScript-Service keinen Namen-Part im Pfade, wir haben das Part Name im ServerScript-Service. Aber jetzt steht hier im Output plötzlich infinite yield possible und ServerScript-Service wait for child afdafdafdaf. Das heißt, wir werden darauf hingewiesen, gewarnt, Augenblick, ich glaube, wir finden afdafdafdaf gar nicht. Aber das stimmt gar nicht. Afdafdafdaf existiert schon. Und zwar, wenn ich jetzt einfach hier mal auf Name gehe und das umbenenne in afdafdafdaft, existiert das und hä, es ist weg. Und jetzt ist es in Pfade drin. Dieses Script hat jetzt so lange gewartet, bis im ServerScript-Service endlich ein Part zu finden war namens afdafdafdaft. Und dieses Part hat es dann direkt in Pfade reingeschoben. Das macht waitForChild. findFirstChild sucht
Und wenn es das nicht findet, gibt es Nil. Und Wait for Child wartet und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet und wartet. Bis es was gefunden hat oder für immer. Wer weiß. Wait for Child ist auch gefährlich, weil wenn ein Script die ganze Zeit wartet, dann kann es ja seinen Job gar nicht machen. Vielleicht passiert hier unten im Script noch was super Wichtiges, was nie passiert, weil Wait for Child after the draft nicht findet. Für diesen Fall könnte man einen zweiten Wert hier reinpacken, indem man ein Komma schreibt und dann steht da Timeout und dann können wir hier zum Beispiel schreiben 20 Sekunden. Wenn wir hier 20 Sekunden hinschreiben, heißt das Wait for Child wartet für 20 Sekunden. Und wenn es nach 20 Sekunden es nicht gefunden hat, dann gibt es auch wieder Nil. Das heißt, ich kann jetzt wieder hereingehen, kann das Part wieder umbenennen in Avdavdavdavd und es macht immer noch seinen Job und packt es in Pfade rein. Wunderbar. Aber ich kann das einfach mal herunterstellen auf 5 Sekunden, kann nochmal reingehen und dann benenne ich das Part nicht um, sondern warte diese 5 Sekunden und wir gucken in den Output, was nach 5 Sekunden passiert und wir haben wieder den gleichen Fehler. Das ist der Unterschied zwischen Find for Child und Wait for Child. Wait for Child wartet und Find for Child sucht und wartet nicht. Warum benutzt man dann nicht immer Wait for Child? Aus zwei einfachen Gründen. Scripts, die warten, sind in der Regel nicht gut, weil während ein Script wartet, arbeitet es nicht. Und zweitens, Wait for Child, weil es wartet, ist unperformanter. Und je mehr Wait for Childs ihr habt, im Gegensatz zu Find First Childs, desto unperformanter wird euer Spiel. Es ist nicht schlimm, ein paar Wait for Childs drin zu haben. Auf gar keinen Fall. Aber man sollte sie schon bedacht einsetzen. Wait for Child solltet ihr dann verwenden, wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das Part, das ihr sucht, zu finden sein wird, wenn das Script schon ausgeführt wird. Weil es gibt ja Scripts, die werden ausgeführt und dann gibt es später noch andere Scripts, die auch noch ein anderes Zeug machen. Wenn dieses Script auf das Script von später zugreift, dann muss dieses Script hier warten. Und dann solltet ihr Wait for Child verwenden. Das haben wir später bestimmt in Coding-Beispielen nochmal den Fall. Aber wenn ihr euch sicher seid, dass das Ding existieren sollte, dann könnt ihr einfach Punkt nehmen oder Find First Child. Weil es gibt noch einen Vorteil in Find First Child und Wait for Child, den ich euch noch nicht erklärt habe. Wenn ich hier nämlich jetzt nach Afdafdafdaf suche, aber nicht mit Find First Child, sondern mit dem Punkt. Afdafdafdaf. Dann mal mein Output cleare und das Ganze nochmal ausführe. Dann steht hier, Afdafdafdaf is not a valid member of ServerScript Service ServerScript Service. Das heißt, der Fehler ist gar nicht hier in Zeile 23 gekommen, wo wir bei Afdafdafdaf, was nil sein sollte, ein Parent festlegen wollen, sondern der Fehler ist schon hier in Zeile 22 passiert, wo wir nach Afdafdafdaf gesucht haben. Wenn ihr euch nicht hundertprozentig sicher sein könnt, und das könnt ihr leider häufig nicht, ob das, was ihr sucht, denn wirklich dort existiert oder schon existiert, dann solltet ihr mit Doppelpunkt FindFirstChild afdafdafdaft arbeiten und nicht mit einem Punkt afdafdafdaft, weil wenn ihr nach Punkt afdafdafdaft sucht, dann gibt es hier direkt einen Error, wenn afdafdafdaft nicht zu finden ist. Und das kann sein. Wenn ihr afdafdafdaft jetzt nicht zufälligerweise in diesem Script hier erschafft, sondern wenn ihr einfach zum Beispiel dieses eine Part hier finden wollt und das Script direkt nach diesem einen Part suchen soll, dann kann es sein, dass euer Script dieses Part nicht findet, obwohl es da sein sollte, weil das Spiel noch nicht geladen hat. Weil ein Roblox-Spiel muss natürlich laden. Wenn der Server gestartet wird, wird eine Komponente nach der anderen geladen. Irgendwann werden dann die Scripts geladen und die Scripts werden ausgeführt und das noch bevor die letzten Instanzen hier reingeladen sind. Und wenn dann eine dieser Instanzen hier nicht da ist, aber das Script schon dann auch darauf zugreifen möchte mit einem Punkt, dann gibt es einen Error. Und dann ist euer ganzes Script kaputt. Weil wenn ihr einmal so einen roten Error habt, dann wird das Script nicht weiter ausgeführt und das müsst ihr beheben, das ist ein Fehler. Und dafür arbeitet man dann doch mit Find for Child. Und das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt für manche von euch, deswegen gebe ich euch ein Beispiel und zwar im Workspace. Ja, wir nehmen einfach genau dieses Part hier. Okay, der Pfad ist ein bisschen lang. Wir nehmen Map, Zeugs, Feuer, Attachment. So, das machen wir. Wir suchen nach Workspace, Map, Zeugs, Feuer, Attachment. Okay? Local, heute nennen wir die Variable einfach mal LOL, ist gleich Game.Workspace. Solltet ihr übrigens lieber machen, als einfach nur Workspace schreiben, weil es kann sein, dass die globale Variable Workspace irgendwann nicht mehr funktioniert. Die benutzen viele Spiele, deswegen wird sie wahrscheinlich noch sehr lange funktionieren. Aber Game.Workspace ist eigentlich schon der bessere Weg. Punkt Map. Punkt, Zeugs, Punkt, Feuer, Punkt, Attachment. Dann sagen wir, keine Ahnung, print, lol, weil auch Instanzen kann man printen. Wenn ihr eine Instanz in den Output printet, dann wird nur der Name von der Instanz in den Output geprintet, also nichts Besonderes. Wenn ihr das Ganze run, sollte es eigentlich easy funktionieren. Wir laden und hier steht jetzt Attachment, weil das Attachment heißt Attachment. Ist klar, hat funktioniert. Je größer euer Spiel jedoch ist, je mehr Komponenten ihr drin habt und vor allem, wenn euer Spiel dann auf einem richtigen Server läuft, der gerade neu gestartet wird und viele andere Sachen noch zu tun hat, dann kann es sein, dass dieses Attachment noch nicht geladen ist. Und das simuliere ich jetzt, dass das Attachment noch nicht geladen ist. Ich werde sogar simulieren, dass der Ordner Zeug
Zeugs noch nicht geladen ist, indem ich ein anderes Script schreibe, das das simuliert. Einen Augenblick. Ich habe jetzt ein Script geschrieben, das diese Ladezeit ein bisschen stark simuliert. Und jetzt haben wir eine 50-50-Chance, ob es funktioniert. Ich drücke auf Run und wir gucken nach. Es hat funktioniert. 50-50-Chance gehittet. Ich drücke nochmal auf Run. Und da haben wir den Fehler. Zeugs is not a valid member of folder-workspace.map. Wenn wir jetzt auf Workspace gucken und dann auf Map gucken, dann sehen wir, hier ist aber Zeugs. Es ist eigentlich geladen. Aber ich habe gerade ein Script geschrieben, das die Ladezeit ein bisschen verzögert. Und genau das werdet ihr in einem richtigen Spiel auch automatisch haben. Und das müsst ihr considern. Und um euer Script dann sicher zu gestalten, macht ihr zum Beispiel Map. Wir gehen jetzt davon aus, dass Map direkt zu finden ist. Ach, ich bin auch im Testing-Mode. Ich muss natürlich erstmal zurück. Und dafür muss man das Ganze aufbrechen. Wir haben erstmal den Workspace. Also local WS nenne ich den immer, ist gleich game.workspace. Übrigens, auch der Workspace kann theoretisch noch nicht geladen sein. Und da hilft es zu schreiben game.getService.workspace. Das ist dann bei allen Services, also nur bei diesen Sachen, die in der ersten Spalte hier sind, angebracht. Das wäre die Better Practice, wenn ihr ein Script habt, das das erste Mal auf den Workspace zugreift, dass man das macht. Beim Workspace ist es nicht so wichtig. Es ist viel wichtiger bei anderen Services. Local Map ist gleich Workspace, Doppelpunkt, Feinverschalt, Map, Local, Zeugs ist gleich Map, Doppelpunkt, Feinverschalt, Zeugs. Und wir gehen davon aus, dass wenn Zeugs gefunden ist, dann existiert der Rest auch automatisch. Das heißt, lol ist dann einfach nur Zeugs. Punkt, Feuer, Punkt, Attachment. Weil so funktioniert auch die Replication, dass in der Regel, wenn ein wichtiges Parent geladen ist, sind alle Kinder in der Regel auch schon direkt da. Wenn wir das Ganze jetzt ausführen, gibt es aber immer noch Fehlerpotenzial. Wir führen das Ganze aus, hat funktioniert, er hat Attachment geprintet. Wir führen das Ganze nochmal aus, hat Attachment geprintet. Wir führen das Ganze nochmal aus und da gibt es einen Fehler. Attempt to index nil with fire. Weil jetzt haben wir immer noch das Problem, feinverschalt gibt uns nil, wenn es nicht gefunden wird. Das heißt, an der Stelle müssten wir tatsächlich waitForChild machen und waitForChild machen. Und dann kann es diesen Fehler nicht mehr geben, sondern es sorgt nur dafür, dass wenn es den Fehler gibt, jetzt hatten wir es auf jeden Fall nicht, weil Attachment wurde direkt geprintet, auch wieder direkt geprintet. Aber jetzt, wir warten 1, 2, jetzt ist das Attachment erst da. Das Script hat jetzt etwa 3 Sekunden warten müssen, bis das Ding da war und dann hat es Attachment geprintet. Jetzt haben wir den Fehler nicht mehr. So referenziert ihr eine Instanz, die möglicherweise noch ziemlich lange laden muss, sicher in eurem Spiel. Ist ein bisschen umständlich, aber so ist das Leben nun mal. Es ist ja an sich auch nicht schwer. Ihr müsst nur ein paar Sachen wissen. Und zwar, wenn ihr euch sicher seid, dass ein Child existiert, könnt ihr einfach Punkt, Feuer, Punkt, Attachment machen. Kein Problem. Wenn es Sonderzeichen enthält, macht ihr es statt mit dem Punkt mit den eckigen Klammern und Anführungsstrichen. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es existiert, nutzt ihr FindFirstChild. Und wenn ihr euch sicher seid, dass es existieren wird in der Zukunft, dann benutzt ihr waitForChild, wenn die Möglichkeit besteht zumindest, dass es laden muss. Aber wofür braucht man dann eigentlich FindFirstChild? FindFirstChild, habe ich ja gesagt, ist viel performanter als waitForChild, weil waitForChild hat gerade eben 3 Sekunden lang gewartet. FindFirstChild nutzt ihr, wenn ihr eure eigene Logik einbauen wollt. Jetzt könnt ihr nämlich hier unten prüfen, ja, wenn das Ding nil ist, dann machen wir was anderes. Aber wie ihr solche Logik in eure Scripts einbaut, das lernen wir in anderen Tutorials. Das geht nämlich jetzt viel zu weit. Was ihr jetzt wisst, ist auf jeden Fall, wie ihr diese Parts referenziert und was damit macht. Ihr könnt jetzt schon eine Menge anstellen in eurem Spiel, vor allem, weil ich euch auch die Möglichkeit gezeigt habe, Instanzen zu erstellen. Wir können jetzt alles Mögliche erschaffen. Wir können hier einfach reinschreiben, instance.new. Wir können ein Script erstellen. Wir können uns sehr wild ausprobieren und ausprobieren, ob Sachen funktionieren, die vielleicht nicht funktionieren sollten. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, Zeugs.source. Funktioniert das, wenn ich hier Script.source reinschreibe? Muss ich das Parent festlegen auf zum Beispiel die Map? Muss ich Zeugs.enabled deaktivieren, indem ich das auf False stelle? Wir wissen ja, False ist ein Boolean für aus. Und danach einfach Zeugs.enabled wieder auf True stelle, um es wieder anzuschalten. Würde das funktionieren oder würde das nicht funktionieren? Finden wir es einfach heraus, indem ihr es einfach ausprobiert. Und hier steht jetzt, the current identity 2 cannot source, lacking permission. Okay, wir wissen jetzt, wir können mit einem Script keine Scripts schreiben. Schade, aber hier steht the current identity. Wer kann es denn dann? Tatsächlich könnt ihr es zwar nicht machen, aber Plugins können das machen.
Oder halt auch die Kommandozeile hier unten könnte das machen. Wenn wir jetzt hier noch einmal sagen, ja, das hätte ich gerne ausgeführt. Loadstring, bla bla bla, fade source, bap. Dann haben wir jetzt hier ein Script drin. Und in dem Script steht drin, hey, was geht? Aber das Script wurde nicht direkt ausgeführt. Aber wir haben ein Script mit dem Inhalt, hey, was geht, erschaffen. Über die Kommandozeile hier unten, indem wir dieses Script ausgeführt haben. Das heißt, das geht theoretisch, aber nicht mit den Scripts, die ihr im Spiel verwendet. Weil das zu gefährlich wäre. Also Leute, ich empfehle euch, probiert euch jetzt aus. Ihr wisst jetzt schon grundlegende Variablen-Typen. Ihr wisst jetzt, wie ihr euch im Explorer zurechtfindet und in den Properties zurechtfindet. Und ihr wisst jetzt, wie ihr Instanzen referenziert und die Properties bearbeiten könnt. Und jetzt könnt ihr das per Script machen. Also macht es per Script. Probiert euch aus. Local Instance ist gleich instance.new und dann macht ihr Anführungsstriche oben und guckt einfach mit den Pfeiltasten, könnt ihr übrigens hoch und runter gehen. Guckt euch einfach aus. Explosion? Es gibt Explosionen. Oh mein Gott. Das brauchen wir. Machen wir es einfach. Probiert euch aus. Instanz. Wir können die Instanz direkt auch Explosion nennen. Komm, damit wir wissen, worum es sich handelt. Hier Explosion. Punkt. Und dann gucken wir nach. Was hat die? Visible. Changed. Hit. Wenn da so ein Blitz ist, sage ich euch jetzt schon mal, damit könnt ihr nicht viel machen. Ignoriert die Blitze erstmal. Das ist später relevant. Relevant sind diese blauen Sachen. Blastradius. Oh mein Gott. Dann stehen hier auch immer solche Sachen. This property determines the radius of the explosion in Stats. Also wie groß der Radius der Explosion in Stats ist. Stats sind diese Einheit, die ihr hier oben auch immer festlegt. Im Move 0,5 Stats und so. Blastradius, das brauchen wir, ist gleich 100. Dann Explosion. Last Pressure. Klar, machen wir. Auch 100. So. Explosion. Explosion Type. Mir egal. Position. Klar, wir brauchen eine Position für die Explosion. Und zwar habe ich euch ja schon gezeigt, Position macht ihr mit Vector3.new 0,3,0. So, und dann Explosion.parent ist gleich Game.workspace. Gucken wir nach, ich will eine Explosion sehen. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp, bevor ihr solche Sachen macht. Ihr könnt eure Scripts warten lassen, indem ihr schreibt task.wait. Und dann die Zeit, die es warten soll. Zum Beispiel 7 Sekunden. Weil manchmal wollt ihr nicht, dass etwas direkt ausgeführt wird, bevor ihr es sehen könnt. Wir wollen die Explosion sehen. Wir wollen sehen, was es macht. Probieren wir es aus. Das macht es. So, wir gehen auf Run. Warten ein paar Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und BAM! Ja, Mann! So muss das sein. Es hat jetzt nicht wirklich was geändert, weil hier alle Parts geankert sind und so. Aber ich sag euch, die hier hinten. Oh Gott! Die wurden komplett weggemacht, weil der Blastradius war 100 Stats. Das war schon eine Menge. Ja, gut. Den hat's nicht erwischt. Der war weit genug weg. Aber die hier, tschüss. Also ich mein's ernst. Probiert jetzt einfach Sachen aus, weil nur wenn ihr Sachen ausprobiert, dann lernt ihr sie auch wirklich. Ich möchte, dass ihr nach jedem dieser Videos einfach mal euch ausprobiert und guckt, was ihr noch so machen könnt mit den gelernten Sachen. Weil nur so merkt ihr sie euch auch. Probiert euch aus. Habt Spaß, Leute. Ihr wollt Spiele entwickeln. Spiele sollen Spaß sein. Und wir kommen langsam in einen Bereich, in dem ihr was damit machen könnt. Ihr könnt noch keine krasse Logik in eure Scripts einbauen, aber alles Schritt für Schritt, alles nach und nach lernen und verstehen und dann wird das schon. Wenn ich etwas zu unklar erläutert habe, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen gerne. Guckt aber bitte vorher in die Kommentare, ob jemand anderes schon gefragt hat. Das war's jetzt erstmal mit dem Video. Klickt auf das, was euch hier jetzt angezeigt wird. Bis dann und ciao!